Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Frage danach, wie man seinen Snapchat-Account auf dem Handy löschen kann. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Snapchat ist eine beliebte App, die von vielen Menschen genutzt wird. Dennoch kann es passieren, dass man irgendwann genug vom ständigen Hin und Her der Bilder hat. In diesem Fall kann man die App auch über das Handy löschen. Dazu muss man als erstes in der Snapchat-App durch das Antippen des Profilbildes oben links das eigene Profil öffnen. Im zweiten Schritt muss man das Zahnrad-Symbol oben rechts antippen. Im sich nun öffnenden Menü scrollt man zum Menüpunkt Support und klickt dort auf Ich brauche Hilfe. Anschließend wählt man Mein Account und Sicherheit und danach Account-Details. Es öffnet sich daraufhin ein weiteres Menü, in dem man Meinen Account löschen auswählen kann. Es werden dann noch einmal alle wichtigen Informationen zum Löschvorgang bereitgestellt, sowie der entsprechende Link zum Accountportal. Dort müssen nur noch die notwendigen Schritte zur Löschung durchgeführt werden und schon ist der Prozess beendet. Interessant ist dabei aber auch noch, dass der Account nicht direkt gelöscht wird, sondern noch 30 Tage erhalten bleibt, aber deaktiviert ist. Loggt man sich innerhalb von 30 Tagen mit den Zugangsdaten erneut ein, so wird der Account reaktiviert. Dies kann allerdings bis zu 24 Stunden dauern. Insgesamt zeigt sich, dass das Löschen eines Snapchat-Accounts auf dem Handy wirklich sehr simpel ist. Praktisch ist zudem, dass der Account nicht umgehend gelöscht wird, sondern innerhalb einer Frist von 30 Tagen wiederhergestellt werden kann. Ich hoffe, dass wir euch mit den Hinweisen und Tipps im Video weiterhelfen konnten. Falls ja, dann lasst uns gerne ein Like und ein Abo da, damit verpasst ihr kein neues Video mehr von uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.